Moin und willkommen zurück zu Satisfactory. Und hier ist hier die Aluminiumbasenproduktion, oder? Läuft alles sehr, sehr gut bis jetzt. Das einzige Problem, was wir haben, ist von dieser. Was ist das? Quarzsand, glaube ich. Kommt einfach zu wenig von oben an. Das heißt, wir bräuchten von da unten den Quarzsand hier hoch. Und das werde ich nicht jetzt machen, glaube ich. Aber gleich, ich will erstmal Aluminium Alkaid. Wie heißt der Scheiß? Moment. Alklad-Aluminiumplatte. Zum Teufel. Werde ich machen. Genau. Und was brauche ich dafür? Auch die. Okay, vielleicht sollte ich die erstmal hier alle einlagern. Ich brauche Platz, wie immer. So. Moment. Scheiße. Fängt schon gut an. Egal. Ach ja, ich habe letztes Mal gesagt, die Schnecke, die nervt mich. Die hole ich mir jetzt. Oben ist eine lila Schnecke. Die könnte ich mir eigentlich auch gleich holen. Dann habe ich es hinter mir. Wenn ich da erst halt easy hochkomme. Sollte aber machbar sein. Oder auch nicht. Och nö. Scheiß drauf. Egal. Also ich brauche Stahl. Rohre brauche ich und Stahlträger. Genau. Und Treibstoff. Oh Mann. Wieder einmal komplett um die Base laufen, alles einsammeln. Ist doch nicht. Wie viel Platz habe ich denn? Nicht viel. Sieht eigentlich hier aus? 18. Der Strom passt jetzt mittlerweile, genau. Ich bin einfach das Stack auf. Das wird schon reichen. Vielleicht noch ein Stack davon. Gut. Dann würde ich sagen, halt, wenn ich schon da bin. Ach. Ich mach's andersrum. Weil ich brauche, glaube ich, diese Alkalitplatten oder wie die heißen. Auch für meine Forschung. Dass ich die vielleicht jetzt mal gleich fix mache. So, wie schaut eigentlich hier aus? Das ist voll, das ist gut. Eine Kanisterproduktion auch so heftig. So. Ich denke, ich brauche diese komischen Platten für irgendeine Forschung. Und die können wir ja jetzt machen. Logistik MK5, okay, da bräuchten wir sie schon mal. Das ist nice. Inventarblitze plus 3. Jodfilter und Schutzanzug, das brauche ich auf jeden Fall.
Okay, das muss ich auch machen, aber das muss ich mit der Hand machen. Das ist Madek. Die kann ich noch nicht machen. Also, könnte ich schon. Und Schwebe-Rucksack, der ist interessant. Ich glaube, den mache ich mal. Dann muss ich schnell 200 Platten machen. Ich bin echt gespannt, wie schnell die gehen. Ich habe jetzt nicht geschaut, aber wenn die halt ultra lange brauchen. Weil eigentlich ist das das MK5-Band. Und umso höher die Bänder waren, umso länger haben die gebraucht zum Produzieren. Ja, außer die hier. Das MK3 war das. Das ging eigentlich ziemlich zügig. So, dann baue ich da die Container schnell hin. Der Zug fährt komplett leer weg, das ist sehr gut. Nice. Gut, jetzt muss ich Kupfer holen, aber Kupfer habe ich doch gleich hier irgendwo. Was ist denn das jetzt schon wieder? Kupfer habe ich doch hier irgendwo. Hier. Ich würde sagen, hier kommt dann die Produktion irgendwo her. Her hin, meine ich natürlich. Da komme ich aber nicht ran. Hier. Du bist Aluminium. Aluminium. Nee, du nicht. Du bist Kupfer. Ach, es gehen schon zwei Kupfer gleich weg. Ah, da hinten. Okay, dann mache ich das so. Dann kommt hier ein Splitter hin. Genau, und dann gehe ich da hoch. Tja, wie hoch muss ich denn? Das ist die Frage. Nennt mich einfach Gott. Es ist einfach die Höhe. Geil. Es ist sogar gerade, oder? Ihr nennt mich nicht Gott, es ist schief. Scheiße. Das wäre jetzt einfach zu geil gewesen. Jetzt ist es auf die andere Seite schief. Meine Güte. Geil. Gut, ich brauche Optikatoren. Wie viele? Ja, nicht allzu viele, oder? Ich behaupte es einfach mal. Drei Stück. Das könnte ein bisschen arg wenig sein. Das ist ein bisschen wenig. Wie viel produziere ich eigentlich? Auch 30, okay. Das geht eigentlich echt schnell. Und ich hau ja hier überall 120 mal 6. Ich hau ja so viel Alu raus. Spinnst du? Also gut, das heißt nochmal 2. Genau, und dann kommt hier. Der Splitter hin. Jetzt geht das wieder los. Passt sogar. Lell. Und im Zweifel haue ich da einfach die Schnecke rein. Zack, boom. Dann mache ich das so rum, von der anderen Seite, weil da kommt das Kupfer.
Gut. Dann noch Strom. Geht vielleicht ein bisschen mehr von diesen Stahlbetonträgern. Mit dem sind aber wohl. Ich produziere ja gleich einen Haufen von diesen Platten. Dann baue ich eh nur noch mit MK5-Bändern. Gut, dann bekommt ihr jetzt nochmal alle schnell Strom. Dann wird hier ein Fusionator hingebaut, wie immer. Moment. So. Dann in die Mitte. Es fehlt jetzt Eisenstangen. Oh mein Gott. Die gingen mir ja noch nie aus. Die kann ich natürlich jetzt nicht machen, oder? Weil mir Eisenstangen fehlen. Okay, gut. Okay, dass wir doch hier welche rausnehmen können, aber ich habe ja das Lager extra dafür, also was soll es denn, laufen kann schnell hin. Gut, dann mache ich euch voll, und wenn ich schon hier bin. Genau. Dann hier nochmal einen Haufen mitnehmen. Die nervt mich da oben, die Schnecke. Ich muss doch irgendwann hoch. Vor allem, langsam sind wir so weit, dass ich wirklich die Schnecken auch oft in die Fabriken reinhau. Einfach nur, weil ich es nicht so irrsinnig groß bauen will. Warum eigentlich nicht? Hier sind 12 Schnecken drin. Ich hätte es einfach doppelt so groß bauen können, hätte ich gar keine gebraucht. Egal. Genau, Splitter, Moment. Kommt hier. So, dann ist es gleich besser. Splitter? Bin ich behindert? Was habe ich nahe gebaut? Fusionator natürlich, ja logisch. Genau, dann Borg in der Mitte der Container. Den Container falsch schon gebaut. Oh mein Gott. So, dann komm mal ran hier. Passt das? Natürlich passt das. Genau, dann gehst du da hoch. Dann habe ich hier theoretisch 4 Ausgänge. Schau mal, wie das voll läuft. Heftig. So, hier war das, oder? Genau. Gut, so, wie viel produziert ihr drei jetzt? 360, und wir brauchen die alle jetzt? Aber nichts.
360. Also 60, 90, 120, 150, noch nicht mal die Hälfte. Gut. Möp. Dann würde ich sagen, warten wir mal, bis das... das fließt hier schon ordentlich rein. Brauche ich 200, das habe ich ja easy. Okay. Dann brauche ich auf jeden Fall noch... diese komischen Schalen. Das ist eins zu lang. Das geht ja gar nicht. Wenn ich schon alles so akkurat und schön baue und gerade und realistisch, so wie unsere Zugschiene da hinten, dann geht das natürlich auch nicht. Ihr kennt's nicht, diese Zugschiene. Jeder schon mal gefahren. Das leert sich hier aber ganz schön, kann das sein? Das Problem ist, da kommt halt einfach aktuell viel zu wenig an. Das heißt, das muss ich auch noch unbedingt machen. Jetzt, Moment. Hier, 5 mal 30. Moment, Verwirrung. Ich baue jetzt mal... neu... ach du Scheiße! Okay. Das heißt... 360... dann machen wir das hier mit dem. Geht genau auf, oder? Ja. Dann habe ich halt übelst viel Alugehäuse, aber egal. Das heißt, dann ist diese Seite hier schon komplett ausgelastet, nur mit diesem Alugehäuse. Und da drüben habe ich noch ein bisschen Puffer. Ja, oh, ich habe die Befürchtung, dass das Alu nicht reichen wird. Die ganze Produktion. Das heißt, ich müsste vielleicht nochmal eine hochziehen. Ich habe es halt nicht erwartet, dass... ich so krass viel Alu brauche dafür. Gut, dann kommt hier ein Stromkabel hin. Mast hin, natürlich. Dann gehst du daher. Perfekt. Ist überall eingestellt, wie es ausschaut. Nice. Darf ich doch nochmal eine Reihe ziehen? Gut, dann lagere ich das alles in den Container ein. Und dann müsste das aber auch schon easy reichen mit diesen Alkalitplatten, oder wie die heißen, für die Forschung. Aber relativ simple Produktionsketten. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Gut, aber man muss dazu sagen, was da alles da für ein Rattenschwanz davor noch hängt. Mit überhaupt diese Alubahnproduktion. Und die ganzen Flüssigkeiten. Gut, dann kommt hier noch ein Lagerhaus hin. Ja, heute geht richtig was vorwärts. Bam. Gut. Oh, schaut mal her. Die mache ich jetzt mal weg. Und dich auch, weil ich brauche noch mehr Platz. Ich brauche 100 davon. Noch ein Stack da hinten holen.
Dann hole ich gleich die Motoren noch und Computer. Okay, das sollte hoffentlich reichen vom Inventar. Wie viel Computer habe ich denn? Also ich brauche das Deck voll machen und dann nochmal zwei. Wie schaut es bei den Computern aus? Alles vollgelaufen, heftig. Habe ich sogar. Aber selbst hier ist vollgelaufen, oder was? Nee, das kann nicht sein. Supercomputer, heck, krass. Und dann brauche ich diese schweren modularen Räume noch. Und die. Also, die sind noch nie vollgelaufen bei mir. Die brauchen einfach am allerlängsten. Und da, wenn ich mal noch welche brauche, dann muss ich eine neue Produktionskette aufziehen und damit richtig finster. Glaube ich. So, Schwebe-Rucksack. Ich bin so gespannt, wie der funktioniert. So. Fahrt. Milestone reached. The Hoverpack enables aerial overview of all powered factories as well as easy transport across multi-level buildings. Überall, wo Strom in der Nähe ist, okay, kann ich den wahrscheinlich wieder hier bauen, oder? Fuck. Ich darf nochmal alles ablaufen. Ich brauche Computer, ich brauche Motoren und Alkalitplatten oder Alkalitplatten, ach, keine Ahnung. Aluplatten halt. Und dann muss ich mal hoch. Weil ich muss hier die eine Bauxit. Ach nee, muss ich nicht. Ich muss erst die andere Forschung noch machen. Die eine Bauxit, den Bauxit-Miner muss ich noch upgraden, das Förderband. Weil das reicht gerade aktuell nicht. Fuck, da war's. Ja, das ist schon praktisch mit unserer Wüstenverbindung hier. Hat zwar extrem viel Zeit gekostet, aber ich muss mich um nichts mehr kümmern. Also den ganzen kleinen Scheiß Eisenplatten und Kupfer und was weiß ich alles. Nehme ich gleich mal ein bisschen mehr mit. Soll der Geiz. Wieder zu klatschen. Ja, ist eine sehr sportliche Folge heute. Ah, wie langsam das hier noch alles läuft. Jetzt bin ich echt gespannt. Das schaut auch verdammt groß aus, kann das sein? Nö. Okay, gut, wo kommt das rein? Körper vielleicht, das wäre geil. Nee. Anstatt des Jetpack. Okay. Ich habe hier aber Strom. Oder ist es... Was war das? Ach, der verbindet sich mit den Strommasten. Lol. Das ist natürlich sehr geil. Wie weit geht das jetzt von dem Strommasten weg? Jetzt bin ich an dem verbunden. Unten links der Kreis, das ist die Entfernung.
Okay, das ist schon ein gutes Stück. Er ist halt mega langsam, finde ich. Oder täuscht das? Habe ich irgendwo eine Geschwindigkeitsanzeige? Nein. Ja, und wie komme ich wieder runter? Hoch? Ja, erstmal ein Schlückchen Kaffee in der Luft. Ich habe keine Ahnung, wie ich runterkomme. Nee, ich will nichts suchen. Ich probiere es gerade mal alle Knöpfchen ein bisschen aus. Ah, mit C. Okay, gut. Dann möchte ich jetzt noch mal schnell schauen. Hier. Habe ich jetzt alles. Nee, die Brennstäbe. Genau. Die KI-Begrenzer habe ich. Ich möchte aber gerne eigentlich... Hier habe ich jetzt auch alles. Kann ich natürlich wieder nicht bauen. Ach. Den Mixer kann ich bauen. Was kann ich denn hier machen? Ich kann es mir einfach nicht merken. Okay. Wie lange habe ich denn noch Zeit? Ach, der ist schon da, oder? Passt. Daran muss ich mich gewöhnen. Genau. Dann hole ich schnell die Träger. Ist aber praktisch. Ich glaube, so langsam ist man auch gar nicht. Kann das sein? Hier brauche ich 200, nicht mal 300 mit. Das könnte... Der Abstand könnte zu lang werden. Ja. Man zieht es aber, wenn man verbunden ist, mit so einem komischen Strahl. Ja, gut, das ist eigentlich geil zu wissen. Man müsste theoretisch, wenn man mal irgendwann neu anfängt, das mit einplanen. Dass man halt überall diese scheiß Pfosten stehen hat. Habe ich eigentlich, weil chaotisch, aber... Genau, jetzt will ich mal ganz kurz noch gucken. Habe ich. Das will ich. Ja. Gut, aber als nächstes müssen wir erstmal hoch dann. Das Förderband austauschen, dann müssen wir das mit diesem komischen Quarzsand noch machen, das hochlegen, weil da kommt aktuell viel zu wenig an. So, wo waren die verstärkten Eisenplatten da unten irgendwo? Gut, und ab. Muss ich das Ding eigentlich Strom? Das wäre bei meiner Stromversorgung nicht so geil. Scheiß drauf. Gut, dann kommen Autosave. Jetzt kommt erstmal ein Autosave. Die hier da rein. Bam, Logistik MK5. Das heißt, ich kann das binden und das binden und dann, was ist das nächste, was ich mache?
Eigentlich von der Reihenfolge her wäre das schon geil, so rum zu machen. Wie viel von diesem scheiß Filtern kann ich denn machen? Mal schnell die Schnecken wegmachen. Wo sind denn die Filter? Verdammt! Mach mal die hier drin. Ja. Okay, ich brauche auf jeden Fall dieses komische Gewebe. Habe ich da noch hier irgendwas drin, was Gewebe bringt? Okay, Moment, Moment. Gewebe war hier. Dann brauche ich Kohle. Ja, Kohle ist kein Problem. Kohle ist da hinten. Ungewohnt ohne Jetpack. Ich kann bloß hoffen, dass hier irgendwo in der Nähe ein Stromkabel ist. Ein Masten. Aber da hinten müsste ja, ich bin schon verbunden, passt. Das ist ja voll geil. Jetzt mal theoretisch, nur mal ein Test. Ja, das Ding labert mich gleich wieder zu, ich weiß. Halt doch jetzt die Schnauze. Und geh da hoch, ich hab dich ja schon gesehen. Ein Wandding, okay. Könnte ich mich ja übelst easy jetzt da hoch arbeiten. Haben wir schon nicht mehr gemacht. Springen. Frechheit. Noch eine Sprengung. Das passt natürlich einfach. Muss ja immer Strom dabei haben. Ein bisschen langsam sinkt ab, finde ich. Oh, jetzt habe ich irgendwas gescannt. Den Abseits stellt sich ab, oder? Ja. Oh, bin verbunden mit dem. Das war cool, ich nehme mal ein bisschen mehr als 100 mit, oder? Und dahinter. Gut, dann könnten wir diese Forschung auch noch machen. Das stütze ich gleich ab. Bin noch nicht sicher, mit was ich mich anfreunde. Mit dem Jetpack oder mit dem Schwebe-Rucksack. Beides wäre halt geil, aber das wird ein bisschen dumm ausschauen. So. Mir fehlt Biomasse. Biomasse habe ich ja wohl mehr als genug, oder? Ne, gar nichts. Und das kann ich nicht zur Biomasse machen. Nein. Hier vielleicht noch was drin? Okay. Hätte es nicht gedacht, dass ich jemals noch... Das ist halt das, was ich meine. Ich komme wieder nicht hoch, bis ich irgendwo an einem Strommasten bin in der Nähe. Gut, dann das schnell wegmachen. Oh, ich kann echt viele Filter machen. Gewebe machen.
Wie viel Filter brauche ich denn? 50. Ich habe irgendwie 16 oder so. Wo steht das? 17. Ich müsste schon ein paar machen, dass ich vielleicht wenigstens... Was ich suche, das ist nicht mehr normal. 30. Das reicht nicht ganz, weil was fehlt? Gewebe, okay. Ich dachte Kohle, dann müsste ich jetzt gleich weinen. Aber viel Kohle habe ich auch nicht mehr. Fuck. Gut, ein bisschen Gewebe kann ich noch machen. Mache ich das schnell weg, dann ist das Stack hier auch weg, passt. Geht Gott sei Dank relativ schnell. 9 Stück, dann habe ich jetzt wie viel? 6, 7 Stück Puffer. 6 Stück habe ich über. Ja, das reicht. Gut, Schutzanzug. Tartariumdraht. Der ist da hinten. Oh, das könnte eng werden. Dann verbindet sich auch damit, kann das sein? Einfach hier den Draht raus. Da ist null Draht drin. Jetzt. Und das fließt darüber. Ach du Scheiße. Okay, ich muss schnell was ändern. Man kann es wohl leichter bauen, aber trotzdem bekomme ich es nicht hin, gerade zu machen. Also eine Höhe? Ne, das geht runter. Nein. Gott sei Dank habe ich das jetzt gesehen. Das passt, oder? Ja, es geht das wenigstens hier rein. Oh mein Gott, das wäre richtig dumm. Habe ich jetzt das Ding dabei, Draht? Nein. Du kommst in den Müll, wo ist das andere Stack? Hier. Mache ich auch noch gleich voll. Okay, zurück. Zurück. Okay, ich muss mich um Kriterium kümmern irgendwann. Noch geht's. So, kann ich jetzt... Bitte, danke. Schutzanzug! Und sie labert wieder. Urangeschützt, okay. Das war mir schon fast klar. Das nächste ist das hier. Okay, den muss ich wieder herstellen wahrscheinlich. Jodfilter. Da brauche ich die Filter auch noch dazu. Ich müsste das irgendwie automatisieren. Schutzanzug. Gewebe. Ach du Scheiße. Okay. Gut, es ist eine einmalige Sache, der Schutzanzug wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, jetzt schnell... Ich komme da nicht drüber, oder? Doch. Ich muss dann auf jeden Fall hoch das Band auswechseln. Ich habe es schon 5-mal gesagt. Aber ich muss es für mich selber immer sagen, weil sonst vergesse ich es. Irgendwie ein Hotkey, um das Equip zu wechseln, wäre geil. Dass ich jetzt einfach sagen könnte, ich möchte jetzt das Jetpack haben.
Gut, dann warten wir auf den Zug. Zählen die Schienen eigentlich auch als Strom? Schaut nicht so aus, ne? Oder? Das ist natürlich geil. Gut. Der Zug kommt. Angeflogen, bam. Und ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.